Was passiert, wenn man eine Nacht auf einem zugefrorenen See übernachtet? Ich habe absolut keine Ahnung. Also habe ich mir meine Freunde geschnappt und wir sind zusammen nach Island geflogen. Dann mussten wir uns für die Challenge bei minus 10 Grad richtig gut vorbereiten. Also haben wir die ersten Tage nur die sinnvollsten Dinge getan. Wir werden keine Sekunde überleben. Bei dem See angekommen haben wir einen roten Kreis gefunden, den wir ab dem Moment nicht mehr verlassen durften. Also haben wir uns wie Bob der Baumeister ein Haus gebaut, weil uns ultra kalt war. Aber auch das hat überhaupt nichts gebracht. Ob wir es überlebt haben, seht ihr jetzt in meinem neuesten Video.